Herr Gabriel, ich dachte eigentlich, dass in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dass das Wahlvolk entscheidet. Ja, aber dann, was macht denn dann die CDU? Wer hat denn der Wähler nun entschieden? Der hat entschieden, Frau Merkel vertritt die stärkste Fraktion und die stärkste Partei, aber der Wähler hat nicht entschieden, dass sie die absolute Mehrheit hat. Und nun gibt es Koalitionsverhandlungen, um zu klären, mit wem wird eine Mehrheit gebildet. Und in der CDU entscheidet darüber auch nicht die Wähler, sondern der Parteivorstand der CDU und der Parteivorstand der CSU. Das sind viel weniger Menschen als bei der SPD. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Das also, hat doch Herr Gabriel, diesen Quatsch, der wird von sehr ernsthaften, dieser Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert und dem kann man sich dann ja auch mal stellen. Ja. Aber lassen Sie noch uns über was anderes reden. Das mache ich doch gerade. Wenn Sie Ihre Partei, ja, Sie sagen, das ist Quatsch, das ist jetzt eine besondere Form der Argumentation.